Ja, liebe Leute. Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Als kurzes Update, was ich so Neues gekauft habe. Hier mal ein Einblick. Gleich nach dem Intro. Ja, ich habe mir eine weitere Nintendo 64 gekauft. Jetzt fragt ihr euch, wieso eine weitere Nintendo 64? Das ist keine europäische Nintendo 64-Version. Eventuell ist es eine japanische, vielleicht aber auch eine amerikanische Version. Und ich hatte ja versucht, schon amerikanische Spiele zu spielen, und das hat ja auf der anderen Nintendo 64 nicht so gut geklappt, beziehungsweise die waren immer schwarz-weiß. Und mit dieser Konsole hier ist das ohne Probleme. Ich kann hier zum Beispiel auch Hex draufladen auf die SD-Karte und dann funktioniert es ohne Probleme. Ja, nach einigen Monaten, meine lieben Leute, wo ich es ja bestellt habe und auch angesprochen habe, habe ich es endlich bekommen. Den Odin Pro ist das hier. Was ist das eigentlich? Odin Pro ist ein Android-Gerät, das man mit einer Switch so ein bisschen vergleichen kann. Ihr seht es auch schon, ich habe es hier in der Docking Station hineingestellt. Ist natürlich jetzt nicht angeschlossen. Und ich lasse einfach ein Replay von BattleBee hier laufen. Kann ja auch das Ganze anschauen. Ja, es ist im Prinzip einfach ein Android-Gerät, das halt Controller und alles schon dabei hat. Es gibt auch die Möglichkeit, wie ich eben, eine Docking Station mitzukaufen. Die hat einige Anschlüsse, USB-Anschlüsse. Hier kann man Nintendo 64 Controller anschließen, GameCube Controller, theoretisch auch eine Festplatte einbauen, HDMI-Anschluss, welches wahrscheinlich hochskaliert wird in 4K. Übrigens unterstützt das Gerät auch HDR, beziehungsweise man kann Videos anschauen auf YouTube in 4K, in HDR. Auf dem Monitor hier sieht das ehrlich gesagt, auf dem Odin Pro, sieht das nicht wirklich schön aus. Ich weiß nicht, wie die Bitrate, wenn ich das richtig verstanden habe, ist. Also die Bittiefe, glaube ich, heißt es bei HDR. Und ja, eigentlich ist es nur Full HD Monitor, so wie ich das verstanden habe, beziehungsweise die Auflösung von Odin Pro ist 1920 mal 1080. Es gibt übrigens auch einen Micro-HDMI-Ausgang, also man kann ihn auch direkt anschließen. Man muss nicht unbedingt die Docking Station kaufen. Also hier oben kann man eine Micro-SD-Karte hinein und ein Micro-HDMI Anschluss hat er, wo man ihn auch theoretisch über eine Elgato anschließen kann, um aufzunehmen, so wie ich es zwischendurch mache bei manchen Spielen, wie BattleBee, wenn ich BattleBee streame. Oder man kann es eben auf die Docking Station per USB-C anschließen. Also ich muss es mal wegnehmen hier. So, hier unten. Übrigens, die Lautsprecher sind auch unten. Als nächstes habe ich mir übrigens auch noch Uncharted 1 die Platin-Version geholt für die PlayStation 3. Jo, mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, liebe Leute, außerdem habe ich mir noch ein Veritable Classic geholt. Also wenn man Veritable genau ausspricht, ich weiß es nicht. Was das genau ist, ganz einfach. Das ist ein Indoor-Garten, beziehungsweise um Pflanzen zu züchten. Die Lampen sind dafür da, dass sie genügend Licht bekommen. Und hier sind die Setzlinge drin. Das ist übrigens keine Erde oder was anderes. Es fühlt sich auch ein bisschen anders an. Hier füllt man Wasser rein. Wenn der nicht ganz oben ist, heißt das, es ist nicht ganz voll, das Wasser. Und ja, ich habe das Ganze in mein Badezimmer getan. Deswegen hört man vielleicht den Hall. Ja, das funktioniert übrigens so. Ich zeige es nochmal. Ich zeige es mal kurz. Jo. Hier, man sieht es. Genau, man sieht es ein bisschen. Tropft auch ein bisschen runter. Es gibt hier, ja,
Man sieht halt, das Licht flackert hier ein bisschen. Ja, es tropft runter. Genau, da gibt es zwei Stäbe, die nehmen Wasser auf und machen so, dass hier genügend Feuchtigkeit für die Samen sind. Ja, zuerst dachte ich, das schwimmt im Wasser. Das wäre natürlich ein bisschen Unsinn. Aber so sind die immer feucht. Man muss sie nicht gießen sozusagen. Und ob das Ganze wirklich gut funktioniert, das werde ich in circa 4 Wochen dann sehen, ob da was sprießt. Ja, ich habe da übrigens 4 unterschiedliche Pflanzen. Ich wollte zuerst einen kaufen, der nur 2 Pflanzen hat und ein bisschen weniger Licht, beziehungsweise hätte nur 1. Man kann die übrigens noch Höhen verstellen. Gibt aber nur 2 Positionen. Das heißt, dass man das Ding auch nur bei 20 Grad Temperatur so ungefähr laufen lassen soll und nicht direkt Sonnenlicht. Wie warm ich genau habe, weiß ich nicht. Naja, ich hoffe, es ist genügend warm. Deswegen habe ich es hier hineingestellt, weil man soll es nicht ins Schlafzimmer legen. Also ist ein Raum weniger. Und nicht direktes Sonnenlicht. Also habe ich nur noch einen Raum hier. Und ja, ich habe halt gerne das Fenster offen und da kann es gerne mal über 25, vielleicht sogar 30 Grad fast werden, je nachdem. Und momentan ist es auch ziemlich warm. Das Handy sagt zwar, dass momentan hier nur 22 Grad im Indoor-Ding ist, aber der zeigt auch immer irgendwas an. Der nimmt nur die Temperatur, wo das Smartphone hat. Also wenn das Smartphone warm hat, dann ja. Ja, was habe ich denn für Pflanzen? Einmal Minimalis Krause Petersilie, einmal Basilikum hier, Schnittlauch und Thymian. Ja, es gibt übrigens sehr, sehr viele unterschiedliche Sorten, wo man kaufen kann. Die sind ungefähr in Euro gerechnet 9 Euro oder so. Schweizer Franken so 10 Schweizer Franken. Es variiert je nachdem, was man haben will. Man kann übrigens auch Blumen züchten. Es gibt auch Pflanzen, wo ich sagen muss, die werden viel zu groß, als sie in so einer kleinen Ding zu haben. Meine Idee ist übrigens, die wachsen zu lassen, dann zu halbieren. Die sind ungefähr was 14 cm, also hätte man 7 nachher. Und kann die so schneiden, dass sie sich weiter vermehren. Denn bei den meisten ist die Möglichkeit, dass man sie halbieren kann, wenn sie dann größer sind und dann vermehren sie sich. Und das kann man dann mehrmals machen und dann hat man dann mehrere Pflanzen derselben Art. Naja, das soll es gewesen sein. An der Stelle, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also Like nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Tschüss.